Moin zusammen. Woche neigt sich mal wieder dem Ende zu. Bin ich mal wieder dran. Was ist Besonderes passiert? Eigentlich so viel gar nicht. Außer, dass sich der Präsident der VSA zurzeit noch Mühe gibt, die ersten Verträge zu unterschreiben von dem, was er als Wahlversprechen gegeben hat. Egal, was von mal draus wird, egal, was daraus resultiert, aber er ist zumindest dabei. Und es wird auch noch alles veröffentlicht. Was Besonderes, naja, Theresa May ist rüber als Erste, aber das muss sie auch. Wir dürfen eins nicht vergessen, letztendlich hat die Coll, sprich also die Engländer, das Sagen noch, und sie wird ihm auch Anweisung dahingehend geben müssen, was er zu tun und zu lassen hat. Morgen am Samstag soll das erste Gespräch zwischen ihm und Präsident Putin erfolgen. Lass uns mal überraschen, was da rausbrät oder wie die Medien darüber sich das Maul zerreißen. Sonst was Besonderes? Nee, eigentlich nicht, außer dass hier gerade mal die Firma Polizei mit dem Hubschrauber seit einer halben Stunde rüberkreist, überfahre. Mal sehen. Ist nichts Besonderes. Kommen wir zu den Honigmann-Nachrichten vom 27. Januar 2017, Nummer 1019. Washington. Wie schnappen Kinder soziale Vorurteile auf? Und wie kann man dieses verhindern? Eine Studie belegt nun, dass schon Vorschulkinder sehr viel genauer über unsere nonverbalen Signale achten können, als man denkt. Schon eine Szene, in der ein Erwachsener nonverbale Signale der Abneigung gegenüber einem anderen ausdrückt, reicht aus, um beim Kind soziale Vorbehalte zu wecken und diese auf eine ganz soziale Gruppe zu übertragen. Wollen Eltern verhindern, dass ihre Kinder solche Vorurteile entwickeln, sollten sie daher genau auf ihre eigene unbewusste Reaktion achten. Aufwachprozess. Es gibt Menschen, die wachen auf. Wenn sie aufwachen, dann bemerken sie, dass sie in einem Korsett stecken. Dieses ist eng und schnürt ihnen die Luft ab. Darum haben sie es auch all die Jahre verdrängt, denn dieses Korsett bewusst zu spüren, das tut weh. Wenn die Menschen nun aufwachen und beginnen, ihr Korsett zu spüren, dann wollen sie natürlich nur eins, frei sein. Und dieses unglaublich beengte Korsett an Glaubenssätzen, alten Erfahrungen einfach auszuziehen und wegzuschmeißen, ist gar nicht so einfach. Sie begreifen, dass ihre Träume tatsächlich möglich sind, dass es wahr werden kann, das Leben, von dem sie immer geträumt haben. Je mehr sie träumen, je mehr nehmen sie die Enge des Korsetts wahr. Die Menschen wachen eines Morgens auf und reißen sich das Korsett vom Leib und schreien, jetzt reicht's, nie wieder. Dann fühlen sie sich einen Moment lang unfrei, unendlich frei und im nächsten Moment brechen sie zusammen. Sie brechen zusammen, weil dieses Korsett zwar eng war, aber es hat eben auch ihren Rücken aufrecht gehalten. Das ist das, was in der nächsten Zeit meines Erachtens passieren wird, denn für viele Menschen, na, sag mal, das Weltenbild zusammenbricht. Leider wird es passieren. Schuldenbombe. Die faktischen Nullzinsen lassen die derzeitigen Schulden noch erträglich erscheinen. Doch wenn diese wieder ansteigen, droht die Bombe zu explodieren. Allein in den USA sind Staat, Unternehmen und Haushalte zusammen mit rund 47 Billionen Dollar verschuldet. In der EU sieht es nicht viel besser aus. Der einzige Grund dafür, warum diese Schuldenbombe noch nicht hochgeht, sind die vergleichsweise niedrigen Zinsen, die diese gewaltigen Schuldenberge zumindest einigermaßen erträglich machen. Inzwischen hat die Fed aber schon angekündigt, die Leitzinsen in diesem Jahr in 3 weiteren Schritten anheben zu wollen. Wahrscheinlich wieder in Schritten von 0,25%. Zwar liegt auch die offizielle Inflationsrate wieder relativ hoch, sodass der Schritt eigentlich machbar wäre, stünden dem nicht exorbitant hohe Schulden gegenüber. Diese müssten durch die Inflation faktisch zuerst entwertet werden, damit eine solche Zinsschock verkraftet werden kann. Washington, Saudi-Arabien, Kuwait. Bislang hat wieder erwarten der neue VS-Präsident einige seiner Wahlkampfversprechen umgesetzt und eingeleitet.
Ein wichtiger Aspekt seines Wahlkampfs jedoch scheint bei ihm in Vergessenheit geraten zu sein: Finanzierung und Waffenlieferung an das Regime in Riad. Während er die damals noch im Weißen Haus sitzende Obama-Administration zu Recht scharf wegen der Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien kritisierte, scheint er sich nicht mehr so recht daran erinnern zu wollen, jetzt wo er selbst im Oval Office sitzt. Am Montag gab nämlich das VS-Außenministerium die ersten Waffengeschäfte bekannt, das von der neuen Regierung genehmigt wurde. Umfang und Empfänger 1,85 Milliarden VS-Dollar für Saudi-Arabien und Kuwait. Washington, Palästina. Mutmaßlich als Abschiedsgeschenk gedacht, soll der ehemalige VS-Präsident Obama nur wenige Stunden vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus veranlasst haben, mehr als 221 Millionen VS-Dollar auf Konten der palästinensischen Autonomiebehörde zu überweisen. Er scheint jedoch die Rechnung ohne den neuen Präsidenten gemacht zu haben. Wie Israel gestern berichtete, habe das amerikanische Außenministerium die Überweisung erstmal auf Eis gelegt, um diesen Schritt noch einmal einer Prüfung zu unterziehen. Washington, Mexiko. Der VS-Präsident Trump hat am Mittwoch ein Dekret zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko und zum Einreiseverbot der Flüchtlinge unterzeichnet. Einen solchen Grenzwall hatte Trump im Wahlkampf immer wieder versprochen, um die Einreise der Flüchtlinge in die USA zu verhindern. Für die Kosten von der 3200 Kilometer langen Mauer werde die mexikanische Regierung zu 100%ig aufkommen, sagte Trump am Mittwochmorgen dem Sender ABC News, wobei der Präsident von Mexiko das in der Zwischenzeit längst abgelehnt hat. So verkehrt ist das mit der Mauer auch gar nicht. Es geht noch nicht mal alleine um die Leute, die darüber kommen. Es geht da natürlich enorm auch ums Rauschgift, was rübergeschmuggelt wird. Aber die Eliten wollen das auch so, denkt mal dran. Mexiko-Stadt. Der mexikanische Präsident Nieto hat den Entschluss der VS-Regierung zum Bau einer Grenzmauer verurteilt. Er teilte seine Enttäuschung gegenüber der VS-Regierung mit. Die Mauer werde die beiden Seiten trennen statt vereinen, sagte er und betonte erneut, dass Mexiko nicht dafür zahlen werde. Nochmal Mexiko. In 14 Bundesstaaten Mexikos sind erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Benzin- und Dieselpreiserhöhung zu demonstrieren. Auch vergangenes Wochenende protestieren unter anderem in der Hauptstadt Zehntausende. Sie fordern den Rücktritt der amtlichen und amtierenden Präsidenten Nieto und die Rücknahme des Beschlusses zur Kraftstoffpreiserhöhung, der zum 1. Januar 2017 in Kraft trat. Marokko. Ein gewichtiges islamisches Land wie Marokko hat ein Verbot von Herstellung, Verkauf und Vertrieb der Ganzkörperverschleierung, also der Burka, eingeführt. Experten sind sich einig, dass das Verbot nur der erste Schritt dahin ist, dass die Burka im öffentlichen Raum völlig verboten wird. In den Religionen Quellen des Islam gibt es keine allgemeingültigen Vorschriften für das Tragen des Kopftuches. Ost-Jerusalem. Seit dem Amtsantritt von VS-Präsident Trump treibt Israel den illegalen Siedlungsbau massiv voran. Der VS-Bürgermeister von Jerusalem, Turgemann, sagte am Donnerstag grünes Licht für den Bau von weiteren 153 Siedlerwohnungen in Ost-Jerusalem. Zugleich kündigte er an, tausende weitere Wohnungen zu genehmigen. Das wird denen das Genick brechen, letztendlich. Türkei, Syrien. Eine Betonmauer mit Stacheldraht soll die Türkei vor dem Eindringen von Terroristen aus dem benachbarten Syrien schützen. Der Bau der ersten Mauerabschnitte zwischen Kesab und der Provinzstadt Idlib in Syrien ist beendet. Die 3 Meter hohe Grenzanlage soll nach Kamisli im Osten Syriens verlängert werden. Laut Ankara soll die Mauer den Grenzen zur besseren Grenzkontrolle verhelfen. Indessen wird in Syrien die Meldung vertreten, dass die Türkei ohne vorherige genaue Grenzfestlegung sich einen Teil syrischen Territoriums einverleibt habe. Das kann ich mir sehr gut und lebhaft vorstellen. Da sieht Erdogan auch nicht anders bei aus. Hebei, China. Chinas Staatspräsident Xi hat dazu aufgefordert, durch kontinuierliche Bemühungen die chinesische Armee zu stärken. Xi sagte bei einer Inspektion der in der nördlichen Provinz Hebei stationierten 65. Armeegruppe,
Die Armee sollte ihr politisches Bewusstsein sensibilisieren, Reformen vorantreiben und nach Gesetz und Recht verwaltet werden. Xi betonte ferner, dass die Kampfbereitschaft der Truppen durch Training ständig erhöht werden sollte. Beijing, Moskau. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua hat am Donnerstag in Beijing die Aussage des russischen Außenministers Lavrov bestätigt. China wolle mit Russland die umfassende strategische Partnerschaft weiterentwickeln und festigen, um regional wie international zu Frieden und Stabilität beizutragen. Nochmal Moskau und Beijing. Russland wird den bisherigen Kurs zur Verstärkung der strategischen Partnerschaft mit China weiter beibehalten, erklärte Außenminister Lavrov am Mittwoch in einer Rede im russischen Parlament der Duma. Im entsprechenden Kommuniqué in der offenen Seite der russischen Außenministeriums hieß es, die russisch-chinesischen Beziehungen seien vom gegenseitigen Vertrauen und Freundschaft geprägt. Die diplomatische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in den VN sowie auf anderen Ebenen gelte als wichtiger Faktor zur Wahrung der globalen Stabilität. Von der Entwicklung und der Beziehung zwischen Russland und anderen Ländern sei die Kooperation mit China nicht beeinflusst. Des Weiteren erklärte Lavrov im Kommuniqué, dass sich Russland, China und die USA in der Wirtschaft sehr gut ergänzen könnten. Auch bei der Lösung internationaler Sicherheitsfragen könnten die drei Länder wichtige Rollen spielen. Russland, Islam. Der traditionelle Islam ist ein unentbehrlicher Teil des geistigen Lebens unseres Landes, sagte Wladimir Putin im September 2015 bei der Eröffnung der Moskauer Kathedralmoschee, eines der größten Moscheen Europas. Die Traditionen des aufrecht und aufgeklärten Islam hätten sich über Jahrhunderte in Russland entwickelt und der russische Staat werde die islamische Theologie weiterhin fördern, betonte Putin. In der Fatwa, die auf einer Islamkonferenz in Groschny im August 2016 verabschiedet wurde, hieß es, Salafisten, Wahhabisten und andere Radikalen seien Sektierer und unerwünschte Elemente auf russischem Boden. Es muss also sortiert und sondiert werden. Richtig. Baltische Flotte. Die Luftabwehreinheiten der russischen Baltischen Flotte haben planmäßig ihre Gefechtsbereitschaft trainiert, wie der Sprecher des Wehrbezirks West, Kapitän zur See Matow, gestern sagte. Die S-400-Systeme ist mit einer Reichweite von 400 Kilometer gegen alle Typen von Flugzeugen über Drohnen bis zu Marschflugkörpern wirksam und kann auch taktische Raketen abfangen. Lugansk. Die Luganskier Volkswehrsprecher Morachko hat in einer Pressekonferenz im Luganskier Informationszentrum die Fahnenflucht von Dutzenden georgischen Söldnern, die auf der Seite der ukrainischen Regierungsstreitkräfte kämpfen, bekannt gegeben. 38 Söldner der sogenannten georgischen Legion haben eigenwillig das Gebiet des bewaffneten Konflikts in der Ostukraine wegen ausbleibender Sollzahlung verlassen. Es geht auch da hauptsächlich ums Geld. Vilnius. Europa rüstet seit geraumer Zeit massiv gegen Russland auf. Grund: Ukraine-Konflikt und Eingliederung der Krim in die russische Föderation. Europäische Länder wollen noch mehr in Rüstung investieren, um Russland abzuschrecken. Jetzt spricht sich ein Abgeordneter aus Litauen gegen die Aufrüstung auf. Er schlägt stattdessen einen Nicht-Angriffspakt mit Russland vor. Recht hat er. Europäisches Stromverbundnetz. In Frankreich sorgen ausgefallene Atomkraftwerke für Engpässe in der Stromversorgung. Könnte hier übrigens auch gut passieren und schnell. Grund waren tiefe Temperaturen der vergangenen Tage, die für hohe Belastung des europäischen Verbundnetzes sorgen. Die Versorgungsengpässe in Frankreich wurden durch Stromimporte bekämpft, auch aus Deutschland. Französische und deutsche Netzbetreiber sprechen zwar von einer herausfordernden Situation, geben aber dennoch an, dass eine Gefährdung der Stromversorgung in Deutschland sehr unwahrscheinlich sei. Nichtsdestotrotz beweisen die Stromausfälle in Frankreich, dass auch die mitteleuropäische Energieversorgung nicht unfehlbar ist. Krisenvorsorge, Tipps und selbst bitte weiterlesen unter Nummer 19. Man darf nie vergessen, wegen
der etwaig anstehenden Krisen etwas zu tun, vorzusorgen. Macht euch das immer wieder bewusst. Das ist nicht vom Tisch, wahrlich nicht. Madrid, Musulmaneneinfluss. Ein Detail der weltbekannten Real Madrid-Logos wird geändert, das sorgt für reichlich Diskussionsstoff. Demnach verzichtet Real in Absprache mit dem Unternehmen Marca auf das Christenkreuz im Wappen. Marca verfügt über Vermarktungsrechte in einigen arabischen Ländern. In Spanien wird weiter das Original-Logo verwendet. Sie lassen sich alle wegen Geld in irgendeine Ecke schieben. Leider. EU-Flüchtlingsansturm. Die EU-Staaten fürchten neue Flüchtlingschaose. EU-Diplomaten schätzen, dass derzeit rund 300 bis 350.000 Flüchtlinge in Libyen auf besseres Wetter und Überfahrt nach Europa warten. Der maltesische EU-Ratsvorsitzende warnte bereits vor nie dagewesenen Flüchtlingszahlen. Wenn der Kern des Türkei-Abkommens im zentralen Mittelmeer nicht kopiert wird, dann wird Europa eine große Flüchtlingskrise gegenüberstehen, warnte der maltesische Ministerpräsident Muscat. Deutschland, Fahrschulen, Flüchtlingsansturm. Zum Rundum-Sorglos-Paket, jetzt fange ich auch schon an zu stottern, zum Rundum-Sorglos-Paket, der uns den Geflüchteten gehört, neben Sprachkursen und kostenfreien Gesundheitsversorgung, wie es scheint, auch die Finanzierung eines Führerscheins. Ohne ausreichende Mobilität komme der Schutzsuchende weder zu seiner Arbeit noch zu seinem Sprachkurs oder Behördengänge und Arztbesuche erledigen. Prüfungsunterlagen auf Arabisch stehen bereit, sodass die Fahrschulen bereits über 10.000 Anmeldungen durch Flüchtlinge freuen können. Bezahlt vom Steuerzahler, von dir, von mir, von anderen. Die armen Flüchtlinge, denen geht's so schmutzig hier und so dreckig, ich begreife das alles nicht. Aber egal. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Haushalt 2017 für die Betreuung, Versorgung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 632 Millionen Euro bereitgestellt, teilte das sogenannte Familienministerium auf Anfrage des Kölner Stadtanzeigers mit. Jeder Fall kostet den Behörden monatlich im Schnitt 4.500 Euro. Hinzu kommt eine jährliche Verwaltungspauschale von 3.100. Die schmeißen mit der Kohle rum, das glaubt man nicht, ohne Ende. Natürlich sind die Flüchtlinge alle unter 18, völlig klar. Haben wir gesehen, mit solch einem Sauerkohl kommen sie in England an, kommen sie hier bei uns an. Klar, möglichst noch mit der Kalaschnikow auf dem Rücken, aber sind alle unter 18. Jo. Deutschland, Westen. Eine unheilbar erscheinende Seuche hat Deutschland und weite Teile der westlichen Welt befallen. Realitätsverweigerung. Gegeben hat sie nun im Grunde schon immer, aber noch nie traten die fürchterlichen Auswirkungen deutlicher zu Trage als heute. Die Seuche hat nämlich sämtliche Klassen, Schichten, Parteien und politische Lager befallen. Zumindest entsteht dieser Eindruck, wenn man sich durch den täglichen Blätterwald liest, mit den Menschen spricht und die Reaktionen auf kritische Einwände zur Situation anschaut. Dabei sollte ein jeder begriffen haben, dass wir allesamt auf einigen Pulverfässern hocken, deren Lunte schon lichterloh brennt. Pulverfässer selbst lesen unter 24, das geht noch weiter. Natürlich, diese Realitätsverweigerung ist seit Jahren bekannt. Die Leute sind doch gut umerzogen worden seitens der Medien, seitens der Mainstream-Medien insbesondere. Und nach dem Motto, lasst mich bloß mit dem Thema in Frieden, ich will davon nichts hören. Es wird sie ganz heftig treffen. Ganz, ganz heftig demnächst. Hamburg, Washington. Die Wochenzeitung Die Zeit verkündete, die Chance von Donald Trump, die ersten 2 Jahre seiner Amtszeit zu überleben, liegt vermutlich bei kaum mehr als 10%. Hatten wir drüber geschrieben. Joseph Hoffe, der Herausgeber der Zeit, warf im Presseclub des Zwangssenders ARD sogar einen Mord im Weißen Haus als mögliches Mittel in die Runde, um den amtierenden US-Präsidenten Trump vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Weißen Haus zu entfernen. Man muss sich das mal reintun, was dieser Mann sagt.
der unter anderem eine Macht durch seine, naja, ich will sie nicht bewerten, durch die Zeit, die Zeitung, die Zeit hat. Und sie halten mit nichts mehr hinterm Berg, diese Gruppe von Menschen. Ja, sind es Menschen, das ist die andere Frage. Aber diese Gruppe hält mit nichts mehr hinterm Berg und sie entblöden sich nicht, sowas sogar von sich zu geben. Das ist eine Maßlosigkeit ohne Ende. Das gehört einfach hier entfernt. Die gute Nachricht. Veit Geiger hatte eine Idee. Otto Höffler hatte den Kontakt. Und Norbert Willimek, Präsident des MC German Mannheim, war gleich dabei. Gemeinsam hatten beide dieses badisch-pfälzische Trio den Startschuss für die Biker-Demo 2017 gegeben, die inzwischen von Mannheim ausgehend in mehreren Städten Deutschlands und auch in der Schweiz, in Österreich, in Holland und in Italien stattfinden soll. Am 8. Juli beginnt die Städte Berlin, Karlsruhe und Mannheim mit den öffentlichen Kundgebungen zum Schutz der Kinder. Im Zentrum stehen die Rechte der Kinder und der Familienerhalt. Genau dafür steigen die Biker auf ihren Sack, auf ihre Sättel. Klasse, Bikergruß an euch alle. Wichtig ist der Familienerhalt, der Zusammenhalt, der leider unterbrochen worden ist seitens bestimmter Gruppen und Eliten, was man so wollte, um die neue Weltordnung wieder durchzusetzen. Das muss jetzt langsam aufhören. Es wird allerhöchste Eisenbahn und wird auch passieren. Bestimmt sogar. Und das war's mal wieder für heute. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir am 2. und 3. und 4. Gar nicht mehr, am 3., 4. und 5. Februar uns wieder treffen. Honigmann-Treffen mit Mutter Erde in der Nähe von Oettingen in Bayern. Und ihr habt sicherlich schon mitbekommen, ja, ich bin also auch da, auch wenn ich besser sitzen kann als stehen kann, wahrscheinlich zwischendurch. Der Volker Wittmann ist da, der ein Buch geschrieben hat. Hochverrat durch die politisch-medialen Komplex. Holger Greiner sowieso, Eva Görner, Gerhard Eisentraut ist klar. Dann am Samstag kommt der Werner Altnickel, der gar nicht weit von mir entfernt hier wohnt. Und spricht diesmal nicht so sehr über die Chemtrails, sondern die Hintergründe der politischen Lage in Europa. Ich glaube, das wird schon sehr, sehr interessant. Torgert Ekeroth nicht zu vergessen, Angriff auf Deutschland, Hintergründe der Masseneinwanderung, sprich also Flüchtlingskrise und alles, was damit zu tun hat. Oliver Barth, Quantenbewusstsein zum Bewusstsein und Quantenphysik zum Bewusstsein, hat eigentlich ein ähnliches Thema in sich. Klaus Müller über die deutschen Fragen. Es geht also sehr viel um und über Deutschland dieses Mal. Könnte wirklich sehr interessant sein. Dann am Sonntag Dieter Schall, die faszinierende Wirkung des Magnetismus und Peter Beil über die versteckten Hinweise in Hollywood-Filmen und Serien, die uns täglich über den Bildschirm flackern, was man vorhat, was man machen will und wie weit man ist. Lasst euch überraschen. Meldet euch eben an. Wie gesagt, 3., 4., 5. Februar in Bayern. Unten im Nördlinger Ries. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Zuhören. Schönes Wochenende wünsche ich allen. Und wir sehen und hören uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.